Hallo, mein Name ist Martin und ich heiße euch herzlich willkommen. Ich möchte euch in den kommenden 5 Minuten die Idee unseres Open Innovative Centers und Ideenschmiede für Querdenker, unser Münster, vorstellen. MINT steht für Mathematik, IT, Naturwissenschaften und Technologie. Und SLOT sind die Bereiche, die wir in Zukunft anbieten möchten, aber dazu später mehr. Jetzt möchte ich euch erst einmal vorstellen, wer wir sind, was wir so machen und was wir in der Zukunft eigentlich vorhaben. Und darum ist es am besten, ihr folgt mir einfach mal. Kommt mit! Derzeit sind wir eine Handvoll Juristen, Bastlern, Tüftlern und Entwicklern aus den verschiedensten Berufen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Manchmal folgt jeder so seinen Interessen und seinen Ideen. Manchmal braucht man die Hilfe der anderen, um seine Idee realisieren zu können. Manchmal braucht man einen Tipp und manchmal nur eine helfende Hand. Es ist der gemeinsame Spaß, den wir haben, das Interesse an Technik und Innovation. Und die Leidenschaft, sich mit Neuem zu befassen oder auch nur Bestehendes ein wenig zu optimieren. Und das Hochgefühl, wenn eine Idee funktioniert und ein Projekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Das ist es, was uns vereint. Wir sind Nerds und wir verstehen das als Kompliment. Aber ich zeige euch gerne mal, womit wir uns bisher so beschäftigt haben, was wir entwickelt haben. Und ich bin mir sicher, auch in Zukunft werden auch unseren zukünftigen Mitgliedern die Ideen nie ausgehen. Anfang des Jahres 2014 haben wir uns mit dem 3D-Druck befasst und diesen 3D-Drucker, unseren MINT-Print, selber entwickelt. Vom Gehäuse bis zur Ansteuerung voll funktionsfähig. Damit war es uns nun möglich, die nötigen Teile für unsere Idee eines E-Longboards, eines Elektro-Longboards auszudrucken, was wir dann auch sofort realisiert haben. Was wir noch damit realisieren möchten, ist die Optimierung unseres Senkrechtstarter-Moduls. Den Prototypen haben wir damals noch aus einfachen ABS-Rohren aus dem Baumarkt aufgebaut. Der Test war so vielversprechend, dass es nun an die Optimierung geht und die Computerentwürfe auf unserem MINT-Print ausgedruckt werden sollen. Unsere Modellbauer sind aber die wahren Visionisten. Hier unsere X8-Drohne, die von einem Katapult aus gestartet wird. Derzeit wird ein Rettungs-, Sicherheit- und Landesystem entwickelt, das die Drohne auch im Ernstfall sicher an einem Fallschirm landen lassen kann. Die Idee, Drohne nun auch für Rettungsmissionen einzusetzen, lag nahe. Und so entwickelten wir das Konzept unseres Rescue-Copters. Dieser vielfältig einsetzbare und variabel ausstattbare Multicopter soll den Einsatz zur Bergung von Lawinenopfern, Verunglückten in den Bergen, aber auch zu Wasser unterstützen und helfen. Und zum Schluss, aber mit Sicherheit nicht das Ende unserer Ideen, der Four-Wheeler. Ein innovatives E-Bike-Konzept, was wir 2015 realisieren möchten. Gesteuert und aktiviert von einem Smartphone. Wer noch mehr über uns, unsere Ideen, Konzepte und Neuigkeiten erfahren möchte, den lade ich recht herzlich auf unsere Internetseite www.mint-slot.de ein oder besucht uns einfach auf YouTube oder Facebook unter mint-slot. Worum geht es uns eigentlich? Je öfter wir uns trafen und gemeinsame Projekte verwirklichten, desto größer und komplexer wurden die Ideen und der Gedanke formte sich, den Brand MINT-slot zu einem gemeinnützigen Verein zu machen. Um den vielen Tüftlern, Bastlern, Entwicklern und Erfindern eine Heimat und die Möglichkeit zu bieten, wo sie ihren Gedanken nachgehen und verwirklichen können oder im Team größere Vereinsprojekte zu realisieren. Wo wir unser Wissen und unsere Fähigkeiten teilen können, wo wir auch innovative Themen schulen können und in lockerer, moderner, freundlicher Atmosphäre Seminare und interessante Workshops anbieten. Für Vereinsmitglieder sowie für andere interessierte Nerds außerhalb des Vereins. Vielleicht gewinnen wir ja so neue Mitglieder. Das ist unser Vorhaben.
und der Grund, warum wir uns hier präsentieren und euch um eure Hilfe und Unterstützung bitten. Es geht uns um die Gründung des Münstock als gemeinnützigen Verein. Nach 1,5 Jahren Vorbereitungs- und Planungszeit ist es uns eine Herzensangelegenheit geworden, der wir uns voll und ganz widmen. Jetzt möchten wir diese ambitionierten Projekte realisieren. Doch dazu benötigen wir auch die richtige Ausstattung für unsere Slots. Für das Kreativ-Slot, für das Design-Slot, für das Elektro-Slot, für das Roboter-Slot und natürlich auch für unser Academy-Slot. Mit eurer Unterstützung werden wir die notwendigen Werkzeuge und Maschinen anschaffen. Wir werden aber auch unsere vereinseigenen Vorrichtungen und CNC-Maschinen entwickeln und bauen, die wir jeder Mann und jede Frau im Verein natürlich nutzen kann. Wir werden die Räumlichkeiten, die wir anbieten möchten, so renovieren, dass die zukünftigen Vereinsmitglieder sich wohlfühlen und eine positive und kreative Atmosphäre die Fantasie anregt. Wir werden die ersten Vereinsprojekte anstoßen. Welches, das sollen die zukünftigen Vereinsmitglieder selber entscheiden. Doch dazu benötigen wir deine und eure Hilfe und Unterstützung. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir uns bei all denen danken können, die uns zur Seite stehen. Vereinskäppis oder T-Shirts machen lassen oder ähnliches. Nein, das wollten wir nicht. Wir wollen auf eine ganz besondere Art und Weise unsere Dankbarkeit ausdrücken und eure Wertschätzung für unser Projekt belohnen. Jeder soll wissen, wer uns unterstützt hat und wem wir auf ewig danken. Wir werden eine riesige Wall of Fame im Eingangsbereich für euch freihalten. Geplant sind 4x2 Meter. Euer erworbenes Pixel ist 4x4 cm groß. Ihr könnt natürlich auch mehrere Pixel erwerben und beliebig mit eurem Inhalt füllen. Ein Bild von euch, mit eurer E-Mail-Adresse, mit einem Gruß, ein Firmenlogo mit Domain, eurer Fantasie sind keine Grenzen. Sendet uns euer Pixel und euer erworbenes Pixelformat per E-Mail als JPEG oder PDF. Wir werden es ausdrucken und auf unserem Mindslot Wall of Fame verewigen. Am Ende der Aktion und nach der Realisierung erhaltet ihr ein Foto von unserer kreativen Idee. Zur Erinnerung und als Zeichen unseres Dankes. Ich hoffe, Mindslot ist viele, viele Donuts wert. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Euer Martin. Bis dann. Tschüss.